Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Dunes Tower Defense 6. Für das Video heute habe ich was Spezielles gemacht. Denn ich habe den wahrscheinlich schwersten Spielmodus im gesamten Spiel erschaffen. Beziehungsweise, um das mal weniger clickbaitig zu sagen, ich habe einen Modus erschaffen, der im Grunde die logische Weiterführung vom Schimpansenmodus ist. Denn wir kennen ja alle die Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel, schwer. Und dann, wenn man noch schwer klickt, gibt es noch alternative Blumenrunden und Platzbar und Schimpansen. Und ich habe einen Modus erstellt, der nicht zu übertrieben ist, aber noch mal eine ganze Ecke schwerer ist als der Schimpansenmodus. Guten Namen dafür habe ich noch nicht. Schimpansen Plus klingt nicht richtig gut. Der Ultimativmodus, wir müssen mal gucken, wie wir den nennen, hat man nur ein Leben. Im Ultimativmodus fängt man mit 500 an. Im Ultimativmodus geht es bis Runde 110. Im Ultimativmodus gibt es keine Kräfte oder Insta-Affen. Im Ultimativmodus. Es gibt kein Affenwissen. Im Ultimativmodus kann man jeden Affen nur ein einziges Mal platzieren. Und ich will Benjamin eigentlich gar nicht haben. Ich weiß nicht, warum ich ihn ausgewählt habe. So, Etienne will ich haben. Und wie gesagt, das ist realistisch gesehen die nächste Stufe vom Schimpansenmodus. Und ich glaube auch zu Recht der schwerste Modus im gesamten Spiel. Und wir versuchen das einfach mal. Ich werde übrigens auch, wenn ich das schaffe, kann ich die Challenge teilen. Und dann könnt ihr das auch spielen. Ich weiß aber übrigens nicht, wie ich verschiedene Maps auswählen kann bei so einer Challenge. Müsste ich verschiedene Maps dafür spielen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es bestimmt teilen, wenn ich es durch... Erstmal müssen wir es schaffen. So, ich fange mit dem U-Boot an, weil U-Boot ist hier relativ krank auf der Map. Und das schauen wir mal raus. Ja, ich mache es wirklich auf der leichtesten Map. Das ist einfach das Klügste, was ich machen kann. Falls ihr übrigens neu seid, der wichtigste Faktor auf YouTube ist aktuell Zufriedenheit. So nennt YouTube das. Nicht mehr Watchtime, Likes, Kommentare. Beziehungsweise, ich glaube, das spielt auch dazu mit rein. Aber jedenfalls, wenn ihr neu seid, könnt ihr sehr, sehr gerne ein Abo da lassen. Das hilft mir weiter, das macht, dass ich YouTube weiterhin hauptberuflich machen kann, was einfach mein Traum ist, was super, super cool ist. Deswegen, wenn ihr neu seid, doch mal vielleicht einen Abo-Button drücken. Wäre eine coole Sache, dankeschön. So, was tue ich? Gut, der Unterschied ist, im Schimpansenmodus fängt man direkt in Runde 6 an. Wir fangen hier bei Runde 0 an, aber es ist ja... Na gut, ich mache dann Wurfel auf meinen. Nicht optimal, aber das passt schon. Na komm, so. Okay. Dadurch ist der Wurfelaffe jetzt weg. Ich kann übrigens auch nicht verkaufen. Wenn ich mal was platziert habe, dann bleibt das da halt. Deswegen habe ich die Position hier übrigens gewählt, weil ich glaube, wenn der die maximale Stufe hat, dann geht... Ach ja, übrigens, Plantagen habe ich auch rausgenommen. Ich hatte erst in der früheren Version Plantagen noch mit drin, aber dachte mir, nee, das ist zu leicht, wenn eine Plantage da ist. Deswegen habe ich mir die rausgenommen. Ja gut, ich muss halt extrem... Geht das überhaupt, ist die Frage. Ich glaube, das geht aber auch wirklich nur auf den leichten Maps, weil ansonsten... Ich wüsste nicht, ich weiß auch nicht, welche Taktik ich hier anwenden soll. Und Ultimativmodus ist, glaube ich, echt ein guter Name dafür. Das ist der Ultimativmodus. Großer Fehler. Eventuell kriege ich es jetzt nicht hin, weil ich ihn so spät platziert habe. Aber ich will halt den Effekt von Etienne, dass alle Affen Tarnballons angreifen können. Weil ich glaube, das ist super, 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 super wichtig hier. Was werden die Taktik? Also ich sollte auf jeden Fall die Map nutzen, weil es ist ja die längste Map. Ich sollte das ausnutzen, dass das die längste Map ist. Das heißt, ich sollte ein paar Einheiten platzieren, die globale Reichweite haben. Ich kann nicht, eine Taktik, die ich ganz gerne mache, ist ja Affendorf platzieren, auf Primärexpertise skillen und dann die Kanone spammen. Geht nicht, ich kann nur eine einzige Kanone platzieren. Ich sollte aber auf jeden Fall wahrscheinlich einen Klebstoffaffen und einen Eisaffen platzieren. Das wäre wahrscheinlich Pflicht. Permastacheln wären wahrscheinlich auch Pflicht. Deswegen machen wir das mal dahin. Und wir lassen das erstmal ein bisschen durchballern. Ich kann nicht die Druidentaktik machen. Ich kann nicht die Nier-Taktik machen. Den Alchemisten muss ich mir extrem aufspannen, wo ich ihn platziere. Weil da eine schlechte Positionierung, das geht extrem nach hinten los. Ich denke, Mörser ist wichtig mit Schmettergranaten. Dass wir die Spezialeffekte wegnehmen von ein paar Fliegern. Also Mörser ist wahrscheinlich Pflicht, was ich platzieren muss. Ich skill den mal. Dass der auch da vorne angreifen kann. Zwingend kann nur, dass ich den durchskill auf 205 oder 204 zumindest, ist in Stein gemeißelt. Werde ich auf jeden Fall machen. Die Frage ist ja auch, will ich einen Alchemisten überhaupt mitnehmen? Wenn ich den mitnehme, will ich, dass der einen Trank wirft? Oder will ich nicht vielleicht lieber instabiles Gebräu haben? Oder vielleicht sogar Blumenmeister-Alchemist? Ach ja, es geht vielleicht noch eine Stufe schwerer. Der Wert von den ganzen Einheiten ist auf Mittel. Also es ist jetzt nicht das Schwerste, was ich genommen habe, weil ich glaube, das wäre zu krass. Deswegen ist das von den Kosten und von den Schwierigkeitsgrades auf
auf Mittel. Also es geht alles noch teurer. Ich denke, ich will das so machen. Damit, ja. Weil ansonsten, die Affen können halt keine Bleibelungs killen. Er kann keine Bleibelungs killen. Ninja könnte keine Bleibelungs killen. Ich glaube, ich will das so mitnehmen. Dadurch nehme ich mir jetzt halt die Möglichkeit, instabiles Gebäude zu nehmen. Aber ich will das, glaube ich, so machen. Noch ein paar Level und die können alle Tarnballons angreifen. Vielleicht soll ich das dann anders... Ich weiß es nicht. Das ist so schwer, Mann. Und Etienne kann immer noch nicht den Boost mitnehmen. Vom Alchemisten. Ärgerlich. So, wir machen mal da die Nägel besser. Okay. Dann verbessere ich das Schiff jetzt. Und wenn das verbessert ist, also das U-Boot. Wenn das verbessert ist, ist Runde 40 relativ im Sack. Relativ safe. Ich glaube, Primärexpertise wäre prinzipiell stärker. Ha. Ja, ich versuche die Primärtaktik zu machen. Das heißt, ich hau den Boomerang-Affen raus, den Eisaffen, den Klebstoffaffen und ich versuche alles einfach so slow zu machen, wie es geht. Das reicht zumindest bis Runde 100, aber wir machen ja weiter als Runde 100. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, panzerbrechende Pfeile. So, wir sind schon mal safe bis Runde 40, immerhin. Boah, was ist eine gute Position dafür? Hier? Ich will es halt so positionieren, dass es hier oben nicht zu viel wegnimmt. Weil ich will ja auch noch Eisaffen, Klebstoffaffen und Boomerang-Affen da oben hin platzieren. Und das, ich mach's mal hier hin. Ich versuche den Pixel zu hitten, der möglichst gut ist. Ich mach's mal so. Okay. Und ich skill mal Affenbusiness. Ich skill, glaube ich, nicht die Mitte. Ah, es kann nach hinten losgehen. Egal. Gewehr 10% Rabatt für alle Affen und stuft bis Stufe Umkreis. Ja, ja, ist okay. Machen wir das doppelt, dass ein paar Dinge günstiger werden. So. Okay, und dann skillen wir nach oben auf Primärtraining und Primärexpertise. Ist riskant, wie ich das mache, aber ich glaube, es kann funktionieren. Runde 44 sind wir übrigens schon. Ich mache so, dass er mehr Tränke wirft, weil dann wirft er die schneller. Das macht, glaube ich, einfach Sinn. Gut, dann können die das slow machen. Und nach da oben könnte ich ja immer noch eine Einheit platzieren, die halt auf Damage aus ist. Das geht dann gut klar. Hier unten kommt dann der Boomerang-Affe hin. So, ja. Wir skillen mal hier. Das ist jetzt auch noch alle, also alle Primäraffen haben jetzt bessere Reichweite. Und die ersten Skillungen sind kostenlos. Gut. Kostenlos. Kostenlos. Und kostenlos. Okay. Gut, wir machen hier mal, dass der Trank besser ist. Ich hab den verskillt. Er ist sinnlos so. Er kann nämlich so keine Bleiballons killen. Man skillt ihn ja eigentlich so und gibt dann noch einen Alchemisten, dazu, dass er Bleiballons killen kann. Ich hätte heiße Nägel skillen müssen. Ich hab ihn verskillt. Und ich habe auch da unten schon zu weit geskillt. Es macht keinen Sinn mehr. Ich habe ihn komplett verskillt. Jeden Affen nur einmal zu haben, ist knifflig. Das ist knifflig. Und dann noch bis Runde 110 ist nochmal kniffliger. Aber okay. Wenn ich das... Ja, wir kriegen es hin. Okay, wir haben jetzt gleich Primärexpertise. Es ist wichtig, das vor Runde 63 zu haben. Übrigens, ich freue mich schon die Kommentare, wo Leute sagen, Bardos ist ja gar nicht schwerer als der Schimpansenmodus. Naja... Halt allein durch die Tatsache, dass man jeden Affen nur einmal platzieren kann, ist es meiner Meinung nach schon schwerer. Und auch nochmal, so, Primärexpertise. Und noch was ganz Wichtiges, nehmt diese Challenges nicht so ernst. Das ist am Ende des Tages einfach nur ein Video, wo ich halt was mache, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und es soll Leute unterhalten. Das ist alles, was es ist. Mehr, so deep ist es nicht. So, da wir jetzt Primärexpertise geskillt haben, können wir Stufe 2 auch kostenlos skillen. Das nehmen wir überall mit. Ist besonders hier stark, denn da Stufe 2 kostet 1800. Und durch die Reduzierung übrigens, weil wir das nach unten geskillt haben, kostet hier die Verbesserung nur 2700. Normal wird das 3200 kosten, also sparen wir hier im Umkreis eine ganze Menge Kohle. Machen wir mal so. Und machen wir gleich dann mal so. Und da müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber der fetzt ja gerade noch alles ganz gut weg. Wir sind halt ganz gut dabei. Ich hätte vielleicht auf schwer stellen sollen, ganz ehrlich. Ich glaube, auf mittel zu stellen... War ein Fehler. Ich glaube, ich würde den Code auch noch nicht teilen. Ich glaube, ich will noch ein bisschen dran rumschustern und nochmal eine Stufe da drüber gehen, dass es halt nochmal schwerer ist, bevor ich das teile. Okay, und als krassen Damage-Dealer wähle ich, glaube ich, einen Superaffen aus. Ist, denke ich, eine gute Wahl als krassen Damage-Dealer. Der fetzt ja wirklich extrem, deswegen machen wir auch mal da schon mal so ein bisschen. Und ich will den, glaube ich, so machen, dass der 3-2-0 ist. Auf lange Sicht. Gut, dann verbessere ich den. Dann verbessere ich den Rest. Die können ja hoffentlich alle dann die Tarnballons, also die DDTs auch killen. Und gerade sind wir sehr gut dabei. Ja, ich glaube, es ist noch zu leicht. Also wenn ich hier ohne Probleme durchkomme, das ist leicht. Ich muss es auf schwerer stellen.
Ich muss, glaube ich, auch den Keramik und den Moabs mehr Leben geben. Ich denke, wenn wir sagen, dass die Moabs und die Keramikballons doppelt so viel Leben haben wie Standard, dann wäre es vielleicht ein bisschen fairer. Weil jetzt gerade, ich habe das Gefühl, wir kriegen das noch zu gut hin. Ich meine, ich kann natürlich immer noch auf die Nase fliegen. Die Runden 100 bis 110. Das sind ja keine Selbstläufer. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut. Also, ach, ich halte die Klappe. Ich krieg nachher eher auf den Sack, Runde 90 und so bestimmt, aber komm, wir haben den Sonderwasser am Start. Let's go. Okay, ich skill mal Eiszapfenpfahl. Der kann jetzt auch Moabs und so weiter vereisen. Was relativ nice ist. Und vom Damage-Output bin ich happy. Der kann ja auch schon Tarnblocks angreifen. Den skillen wir jetzt oben, dass er auf jeden Fall auch mehr betäuben kann. Gut, es kostet schon 5000. Ist jetzt nicht... Warum habe ich das da platziert? Ich hätte es nach da unten platzieren sollen. Dann wäre das noch günstiger gewesen. Ich bin ein Esel. Ich bin ein dummer Esel. Na gut, da oben greift er schneller an. Das hat natürlich auch Vorteile. So, Runde 90. Jetzt kommen die DDTs. Ja, es ging klar. Ist kaputt gegangen. Runde 110 für euch übrigens auch eine Runde, wo ihr sagt, okay, das ist in Ordnung. Oder sagt ihr, ja, Bardo, das sollte schon eher Richtung Runde 120 gehen. Weil zu krass nach oben will ich nicht gehen. Weil die Runden dauern einfach ewig. Und wie gesagt, es soll ja die logische Weiterführung vom Spiel sein, wie es ist. So, ich mach mal da. Nimm jetzt Spezialeffekte weg. Eigentlich wird Runde 120 mehr Sinn machen, oder? Weil schwer geht bis Runde 80. Oder sagen wir so, leicht geht bis 40, mittel geht auf 60, schwer geht auf 80. Schimpansenmodus geht bis Runde 100. Ultimativ auch. Oh ja, da komm mal, wir fetzen das alles weg. Es wird so slow gemacht alles. Und dazu nehmen wir die ganzen Panzerungen weg mit dem Mörser. Das funktioniert sehr, es hat sehr, sehr gut geklappt. Fetzen wir nochmal gut weg. Runde 98, wir nehmen da jetzt auch die ganzen Spezialeffekte weg. Also die ganzen Extra-Panzerungen, das ist so stark, dass wir es am Start haben. Ohne Witz. Ohne den, ganz ehrlich, würden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Weil mit der Panzerung würden die viel weiterkommen. Und wenn die einmal hier dieses Todeseck überstehen, haben wir ja auch deutlich mehr Probleme. Ich glaube wirklich, ich habe für diese Challenge die perfekte Taktik gewählt. Mit den Einheiten, die ich gewählt habe. Ich glaube, es hätte ich nicht viel besser machen können. Okay. Verbessern wir hier. Super Klebstoff. Und Runde 100. Normal wird es hier enden. Wir wissen aber, dass es noch weitergeht. So. Ich bin mit dem Mörser flexibel immer. Ja, der lebt sehr, sehr lange. Weil die Vereisung und der Boomerang hat keinen Effekt auf den. Der Klebstoff hat auch keinen Effekt auf den. Aber wenn er kaputt geht, dann kickt das ja. Moment, ich mach mal so. Ja, er ist kaputt. Das war's. Okay. Runde 100 hätten wir dadurch geschafft. Jetzt kommen aber halt nochmal die schweren Runden. Ich könnte auch noch... Nee, ich spare nicht. Ich könnte auch hier den Arborismeister skillen. Das würde mich theoretisch nochmal stärker machen. Aber ich glaube, das wäre dumm. Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre dumm. Deswegen ist im Grunde die Etienne-Taktik, wenn man so will. Okay, kann ich noch ein bisschen... Das Geld kommt echt slow gerade, fällt mir mal auf. Es kommt echt slow. Bam, super Klebstoff. Okay. So, jetzt können wir da unten die halt wirklich komplett zukleben. Die werden vom Boomerang-Affen zurückgedrängt. Die werden eingefroren, die werden verklebt. Das ist schon richtig so. Das ist halt eine Skillung, die kann ich mir noch leisten. Und das macht Sinn, weil damit kann ich halt alles langsamer machen. Dadurch kann mein Todeseck besser angreifen. Und wenn mal was weiterkommen sollte, skillen wir das dann. Groß, ganz groß. Okay, Runde 110. Die Runde jetzt entscheidet. Okay, wir machen mal slow. Wir nehmen mal alle Panzerungen weg von denen. So, kann das mal scheppern, danke. Danke, okay. Jetzt von denen. Wir beschwören da die Drohnen nochmal. Ah, da vorne, die sind zu schnell. Kann ich wegnehmen? Ja. Okay. Gut, jetzt da vorne. Die Fähigkeit lädt sich nochmal auf. Das Ding ist halt, die Runden über Runde 100 dauern halt ewig. Und das war's. Das war's. Wir haben 4 Millionen Ballons platzen lassen. Das ist ZMFTPEA. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich will da jetzt noch ein bisschen drin rumfallen. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was schwerer machen. Ich glaube, die können wir noch anpassen. Aber wie gesagt, es war mal lustig, das auszuprobieren. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wie gesagt, Zufriedenheit wäre eine coole Sache. Bis dahin, Leute. Und ciao.